Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Wir sind hier oben fertig mit dem Geister des Feuers gewesen, letzten Part. Und jetzt haben wir das Zeitalter des Winters. Ich möchte aber noch sagen, wir müssen so schnell wie möglich hier corrupten und das hier machen und vor allem auch das vielleicht sogar zuerst. Also da bin ich schon ein bisschen 22 Corruption. Und man kann ja nicht weiter als 50, bevor wir nicht da, also die drei oberen fertig haben. Für, ja, da so ein Empowered Macher. Genau, und dann haben wir die Auswahl zwischen 100 und 0 und ja, können natürlich 100 wählen, um direkt 100 zu haben. Ist ja eben mit so manchen Builds ein bisschen zu schwer gewesen. Ich habe einfach nicht so viel farmen können, aber jo, jetzt mit diesem Bild wird es hoffentlich gehen. Er macht zwar immer noch ein bisschen zu wenig Schaden, aber ich denke, das schaffen wir relativ schnell. Wenn wir jetzt auch noch den letzten Dungeon so ein bisschen machen und dieses Dickicht da, Dungeon Nummer 2, den wir gemacht haben, ja, müssen wir natürlich T3 machen. Ob wir das schon schaffen, glaube noch nicht. Ich kann mich noch ein bisschen vorbereiten während einem Livestream oder so, aber jo. Und außerdem habe ich einen lustigen Bait gefunden. Also ich habe ihn schon länger gehabt, aber ja, mir fehlten ein paar Items und die habe ich so mittlerweile. Und ein Item muss ich noch farmen. Jo. Das können wir ja gleich mal ein bisschen machen dann. So in den nächsten paar Parts geht's dann. Wir sind ein bisschen zäh hier. Okay. Da habe ich schon wieder das Gefühl, dass ich einfach zu wenig Schaden mache. Wieso wohl? Ja, weil einfach die Totems nicht so stark oder ja, schießen können. Ah, wir müssen hier nach rechts. Okay. Was ist hier oben? Nix. So. Ja, wir haben wieder stark Regen hier in Basel. Und ein bisschen Orkan. Wahrscheinlich irgendwo, weiß ich nicht, wo ihr wohnt. Wahrscheinlich auch. Und ich bin immer noch so mit der Stimme gerade ein bisschen. Es ist einfach viel zu trocken. Also die Heizung, die macht so trockene Luft, solange es irgendwie kalt ist. Also ich möchte so schnell wie möglich aus dieser Wege raus. Sie bringt mir nämlich überhaupt nichts, also noch mehr Arbeit. Weil die anderen fauler sind. Und deshalb möchte ich so schnell wie möglich raus. Kann also auch wieder mal ein bisschen Unterbruch geben. Aber jo. Ist leider bei einem Umzug, oder? Bin ich immer alles sofort perfekt. Also vor allem, ja, bei Leuten, die halt ein bisschen Probleme haben mit Nerven oder so, ist es halt dann, ja, um alles wirklich einzustellen, schwierig. Weil ich wollte jetzt auch wieder Windows 7 verwenden. Ich habe ja Windows 10 professionell wieder genommen, zurückgestuft. Und aber solange jetzt Windows 10 wirklich perfekt funktioniert und Windows 11 nicht gerade so mehr verbuggt ist, kann ich eigentlich wieder Windows 11 verwenden, hoffentlich. Ist halt immer eine schwere Sache, wenn man so Spiele spielt, die so schlechte Engine haben und so. Es funktioniert einfach richtig nicht. Aber ich bin so froh, dass jetzt wenigstens Last Epoch nicht mehr abstürzt ab und zu. Also so denkt, es müsste abstürzen. Macht es irgendwie überhaupt nicht, aber doch, es macht es schon, aber es macht den ganzen PC kaputt. Es restartet sozusagen den PC irgendwie. Also wer mir da das Rätsel lösen kann, der ist super in Technik. Aber ich habe irgendwie das Rätsel nicht rausgefunden, ich habe es einfach gelöst. Okay, weil. Also scheinbar muss man da nichts Bestimmtes auswählen. Okay. Also eben bei Last Epoch und jetzt momentan immer noch in Minecraft stürzt einfach das Programm ab und reißt manchmal mit einem Bluescreen, wo nichts steht, einfach so, ja, der ganze PC kaputt. Also, dass man ihn wieder neu starten muss. Und das Problem
Das ist überhaupt nirgendwo geschrieben. Jo. Das ist das Level vor der Juggernaut. Heißt es auf Deutsch, ja, ich irgendwie so liegende Holländer oder so. Okay, hier geht's auch nicht durch. Irgendwas ähnliches wie fliegende Holländer oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es größer und sieht auch aus wie das, ja, eine Level nach dem einen Lager, wo es korrumpiert ist. Genau. Wo man irgendwie so eine Götze ansprechen muss und irgendwas holen muss. Genau, weiß ich es nicht mehr so. Also ich rush da immer durch. Ist Akt 3, glaube ich, noch, oder Akt 4 fast. Nein, Akt 3. Muss es sein. Ist nur noch hier nach oben. Aber einfach mit anderen Skins. Also sieht ziemlich frostig jetzt hier aus. Was ist das für eine Zeitlinie? Eben Branched Zeit Timeline. Also die Monolithen sind einfach andere Zeitlinien. Zeitabschnitte. Und man muss hier überall alles fixen, damit irgendwie die ganz normale Welt wieder ganz normal wird oder so. Töten ein bisschen komisch. Aber einfach, dass die Akte wieder normal würden gehen. Ist noch sehr interessant, wenn man so ein bisschen, ja, den Hintergrund liest. Bevor man jetzt denkt, ja, ein Action-Rollenspiel hat natürlich nicht so gute Story. Es ist schon sehr, sehr interessant. Also wer sich Zeit nimmt, ja, der wird natürlich auch ein bisschen Spaß finden ab der Story. Und die anderen, ja, die haben einfach anders Spaß. Weil sie schneller vorwärts kommen oder es noch nicht gemacht haben. Oh nein! Da haben wir aber dann Bösen. Also greift er uns an, damit er auch mal gegen uns kämpft? Oder? Das ist die Frage. Wieso kommen jetzt Eiselementare immer? Bleiben die doch rein. Oh, fast dran gelaufen. Ja, macht wirklich wenig Schaden. Warum wohl? Weiß es nicht. Wegen 245 Cold Resistance? Kann sein. So, ja, und jetzt kommt wahrscheinlich ein Boss, wo wir vielleicht nicht schaffen. Weil wir ihn zuerst mal lernen müssen wieder. Also ich weiß jetzt nichts mehr über den Boss. Habe ich denn nicht zuerst mit dem Ranken-Druiden besiegt? Hierauf. Wo ist er? Scheinbar ist er bei vielen. Ja, Hierauf. Bei vielen Spielen zu schwer. Okay, machst du null Schaden, okay. Ich wollte nur reinlaufen. Ah, geil! Der hat Glacier! Was macht jetzt Glacier mit mir? Und fast so viel Schaden und ich komme fast keinen Schaden über. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Er macht so schnell. Was ist das jetzt? Okay, das ist wieder Glacier. Macht nicht so viel Schaden, also können wir Trost ignorieren. Oh, geil! Okay, ich bekomme mal Schaden. Oder? Aber ich frage mich gerade, was das soll. Wieso ist das so schnell? Ich kann ja kaum irgendwas machen. Sehr interessant, dass man lieber zu ihm, damit er Schaden bekommt. Ah nein, die Wölfe, also er ist unbesiegbar, wenn die Wölfe kommen. Da können wir ein bisschen Geduld haben. Und jetzt ein bisschen lasern. Mach doch mal wieder Glacier. Nein. Größere Glacier, noch größere Glacier. Nein, nicht so weit weg. Das mag ich nicht. Dann bekomme ich doch ein bisschen mehr Schaden. Komm hier rauf. Hier endlich. Komm. Ja, ja, bekomme wieder mehr Schaden. Ja, genial. Oh, das ist doch schön. Wir haben ihn besiegt. Wir sind doch ein bisschen zu stark. Widerstandsbruch. Das ist doch cool, aber das nützt gar nichts. Bei Treffer und das ist halt
Wir greifen nicht selber an, oder wir könnten schon, aber eigentlich ist es cool, wenn wir auch die rechte Maustaste verwenden. Bei Treffer, es tönt immer so, als würden die Gegner uns treffen, aber ja, Ausdauergrenze bringt nichts. Ja, könnte schon bringen. Aber Rüstung ist halt viel wichtiger irgendwie. Ah, also muss Rüstung sein. Oh! Ich glaube, den habe ich schon mal. Diese Krone, was ist das? Ja. Aber schon mal? So, also corrupten können wir dann eigentlich auch bald. Also resettet, dann wenn wir empowered machen, das bringt gar nichts. Na gut. Haben wir noch genug Zeit, hier noch weiterzumachen. Und Bonfire, weiß gar nicht, wie der hieß. Der Dungeon, einfach der Feuerdungeon. Den machen wir einfach, sobald wir empowered haben. Einen neuen Part haben. Ich denke, also nächsten oder übernächste Part eher. Werden wir dann der Dungeon kommen und dann wahrscheinlich direkt T2, T3 versuchen noch zu machen. Jo, hier ist natürlich der Anfang. Ich wollte jetzt auch nicht so viel spielen. Bin ja Level 85, also ich habe 2 Level geschafft seit dem letzten Part. Und das geht einfach zu schnell noch. Da muss ich ja dabei euch noch ein bisschen mehr zeigen. Damit es einfach nicht gerade so weit auseinander ist und jo, zu viele Items finde und alles wieder voll mache. Weil jetzt momentan seht ihr, es ist leer und ich habe genug Geld. Seht ihr, 500.000. Das heißt, also wir haben genug Lagerplätze wieder frei, um viel einzusammeln. Und deshalb wollte ich jetzt einfach nicht noch hier alles den Balken füllen. Das müssen wir jetzt einfach gemeinsam. Ich könnte eigentlich jetzt auch ein bisschen mehr Gegner besiegen, damit wir mehr Drops haben, aber bringt überhaupt nicht viel. So, ich möchte noch Schaden machen, aber ich muss eher auf Defensive gehen. Und sobald wir ein bisschen zu tief sind, bekommen wir 20%, nein, 5% weniger Schaden über. Ja, müssen aber niedrige AP haben. Und schon ein Unique-Ring. Ich schau. Okay. Ja, Elementarwiderstände ist nicht so schlimm bei diesem Bild. Der hat ein bisschen Penetration. Ich habe gehört, Penetration geht nicht unter 50. Ist ein bisschen schlecht, oder? Ist das gut? Also gut genug. Weil, jo, könnte ich schon mal ein Penetration-Bild machen. Was man nicht alles hört, einfach so random im Chat. Kann man gut lernen noch, also so ungefähr 90, 95% sind als Anfängerfragen, aber dann kommt plötzlich eine Frage, die muss ja irgendwie beantwortet werden. Und es gibt mega Profis, mega viele Spieler auch im Chat, die richtig schwierige Sachen machen oder immer wieder sehr angeben, wie viel Corruption sie haben oder wie viel Schaden sie machen oder welches Item sie haben. Das ist schon krass irgendwie. Wenn man so viel Zeit hätte, hä? Ja, Draco wäre der Livestreamer. Ja, werde ich auch, aber also, bin hier schon lange mal gewesen. Also, ja. Jetzt eigentlich momentan eigentlich wegen den Abstürzen immer weniger gelivestreamt. Und ich könnte jetzt wieder anfangen, nur bin ich einfach nicht genug fit. Werde relativ schnell müde. Dann muss ich wieder Pause machen und dann ja, ich könnte alle 2 Stunden mal 30 Minuten Livestream, aber wer will das schon, oder? Naja, vielleicht schaffe ich schon mal so einen Tag zu Livestream. Der beträgt das sicher schon wieder. Der Drago. Das Gute ist, ich habe eine mega gute Idee für meinen Rollenspielserver. Und da habe ich schon sehr viel Motivation. Aber habe ich da noch Motivation, sehr lange auch Last Epoch zu Livestreamen? Weil jetzt momentan, ich habe keine Uhr hier zum Ansehen, ihr seht keine Uhr. Aber es ist momentan auch, nein, 9:02 Uhr. Damit ihr das wisst. Wollte ich schon immer wissen.
Und dann bin ich ja fit. Ich habe ja geschlafen. Heute nicht. Bisschen früh aufgestanden. Aber kann ich ja morgen immer ein Part aufnehmen. Dann ungefähr so um 13 Uhr, wenn noch nicht viele auf dem Server sind oder so. Dann auch Livestream. Dann habt ihr am Nachmittag immer Last Epoch. Und dann gegen Abend und spätabends vielleicht auch noch, was gut geht. Oder dann wieder Last Epoch, oder? Wahrscheinlich schaut ihr dann auch mehr zu, weil das Game eher für Zuschauer seid. Also, ja, Leute, die spät irgendwas zuschauen. Und, oh, da ist noch ein Ding drauf. Gibt's das auch in Exalted? Erhaben, glaube ich, oder so, Modifikator. Ist eigentlich ziemlich cool. Ja, so Trunkbeats mag ich aber nicht, aber den nehme ich mal mit. Weil irgendwie einfach gut ist. Vom Leben her. Also, so wie es aussieht, kommt einfach nachmittags Last Epoch. Also ich muss Last Epoch sagen, weil die Engländer das nicht gehört haben, wenn ich Last Epoch sage. Und ja, abends kommt halt mein Rollenspiel-Server, weil dort ich halt einfach auch Supporter, also eigentlich bin ich nicht Supporter, weil ich halt, der Server gehört sozusagen selber mir, weil ich ihn hoste. Und weil ich ja auch Stimme war so gemacht, eingebaut wird und so zum Teil. Und zum anderen ist es halt einer, der sich recht gut auskennt. Der andere, der Lukas, der Besitzer, also ja, beide Besitzer. Und jo. Das ist natürlich cool, so ein eigenes Leben in einem Computerspiel zu haben. Aber ich muss nicht jeden Abend, also wir können schon genug noch Last Epoch streamen und eben dann spätestens ab 10 Uhr oder so. Kann ich natürlich auch noch was Last Epoch Box streamen. Ah ja, es ist ein schweres Wort. Engländer, hört auf mit diesen schweren Worten. Ich will Schreine, hier gibt's immer Schreine. Gold, Gold, Gold. So ein Streamer würde ich jetzt auch nicht gerade zuschauen. Aber ja, ich ändere mich natürlich wieder gerne, wenn es euch irgendwie nervt oder so. Ich habe immer so das Gefühl, ich bin einfach der härteste Mensch auf der Welt. Ich schaue jedem Streamer, jedem Videomacher zu, so lange wie es geht. Aber andere, ah, so hier stehe ich wieder mal. Deathstring oder so hieß der. Nein, Deathstring war, glaube ich, ein Speer oder so. Aber ich kenne ihn. Oh! Na, guck da, mein Gürtel. Ihn besser? Ist schwer zu sagen. Was für viel Rüstung? Lol. Ich habe ja mega wenig Rüstung hier drauf. Ja, fast Minimum. Da ist Maximum Lernwiderstand. Giftwiderstand ist auch fast Maximum. Auch 5. Nein, das ist wenig. Giftwiderstand. 17 ist auch relativ gut, schlecht. Ja, ich habe weniger Widerstand, aber für, ja, ich habe immer noch Maximum. Hä, Feuer nicht mehr? Wieso habe ich kein Feuerwiderstand mehr? Kein Maximum Feuerwiderstand? Ist doch egal, ich halte alles heraus. Yes. Wir kühlen ihn mal eigen zusammen. Take care. Humor. Yes. Ich brauche irgendwelche Stats auf Schwerter, aber Exalted, das bringt uns nichts. Oh. Ja. Exalted. Also diese Götzen-Echos nehme ich nicht mehr so gerne. Jetzt habe ich keine Map. Ah, das ist eine Arena. Endless Arena müssen wir auch noch machen, genau. Das machen wir dann auch, wenn wir ein bisschen stärker noch sind.
Bald sind wir empowered. Also wir nicht, aber die Echos. Die wollen chillen. Am meisten mal freue ich mich auf Chulra T4. Chulra ist die im Timeless. Da. Timeless Sanctuary oder so. Auf Englisch. Der erste Dungeon, den wir vor zwei Parts gemacht haben. Der Boss da drin. Oder? Ja, bleibt schon. Und ja, der droppt noch irgendwas. Ist das eine Krone oder so? Oder eine Relic? Irgend so etwas, was noch ein bestehender Bait von mir braucht. Also von mir, wo ich rausgesucht habe. Dann können wir den auch noch spielen mal. Und sonst weiß ich gar nicht, was wir noch machen könnten. Außer natürlich ganz viel Corruption Farmen. Hund, Level 100 werden natürlich. So Sachen. Aber ja, jetzt ist es fast schon ein bisschen zu schnell gegangen, wie dieser Bait einfach etwas schafft. Also wir haben jetzt wirklich Glück gehabt, dass wir einen Bait gefunden haben, der wenig farmen und dafür schnell vorwärts kommen einfach drauf hat, oder? Ist genug zäh, ist genug stark. Das macht schon sehr, sehr entspannt. Hm? Oh, leeren Gegner machen wir Schaden. Also jetzt hier rüber zum Leuchtfeuer möchte ich jetzt. Da gibt es ja diese leeren Gegner ständig und ja, großen machen natürlich fetten Damage. Einfach ein bisschen warten, bis es abgeklungen ist. Diese Boni sind dann können wir schon machen. Sind einfach mal fast dorthin und dann zuerst mal nach oben schauen oder so. Hm. Ist ein bisschen laggy, habe ich das Gefühl. Keine Ahnung. Sammelt einfach so langsam ein, wenn es mehrere in diesen Shards später ist. Sind. Okay. Ist ja also nicht gerade so gut. Gerade. Und das am frühen Morgen. Sie gibt übrigens auch gute Hilfe im Steam-Forum vom Game. Also wenn ihr mal irgendwie merkt, es ist schlecht, könnt ihr auch dort kurz sagen. Jemand von Grinding, nein nicht von Grinding, von 11 Doors ist dann zur Stelle hoffentlich. Auch im normalen Forum, oder? Im offiziellen Forum. Oder einfach in-game ESC drücken, Fehler melden. Und dann Lecks auswählen und etwas schreiben, woran es liegt. Übrigens hatte ich mehrmals Probleme bei den Spawns. Ich bin immer in Gegenstände gespawnt, in die Echos, immer wieder, also ein paar Mal. Ist hier nach Echo irgendwie ein bisschen kaputt. Und zwar, glaube ich, vor allem der linke Strang und die Timeline, wo Lagon drin ist, also der rechte. Der dritte von rechts, glaube ich. Ja. Und nicht Kodo, die dritte von links. Oh. Ich kenne so viele Leute, die mögen dieses Leben. Und es gibt so viele Leute wahrscheinlich, die das Spiel, das Lied sehr mögen. Ich hab's immer noch im Kopf. Ich muss es nicht hören, weil ich alles im Kopf habe. Hui. Wenn ich es wieder höre, dann ist es mir langweilig. Weil ich so weiß, wie es geht. Ich bin so hässlich. So richtig hässlich. Ich bin der Hass. Oh, guck schon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da drunter gehen soll. Ich gehe eher nach rechts dann.
Aber wir sind schon weit. Jetzt ist aber leider langsam schon ein bisschen weit lang das Video. Ja, das Leuchtfeuer kommt einfach im nächsten Part. Oder übernächsten Part. Ja, doch. Sagen wir nächsten Part, genau. Und da möchte ich eigentlich so schnell wie möglich noch ein Video drehen. Ich muss aber noch schauen, dass ich da Minecraft aufnehmen kann. Ich habe nämlich coole Story jetzt, wo ich es auch in Büchern einfach ein bisschen erzählen möchte noch. Zwischendurch dort schön bauen. Einfach in-game in Minecraft. Mal schauen, wie es aussieht, weil Minecraft natürlich schon relativ hell ist. Auch so ein paar Sachen wie in Last Epoch gehen, aber anders. Also ich kann keinen Schleim nachbauen, das geht nicht. Aber andere Dinge. Also ganz anders als in Last Epoch. Ja. Macht viel Sinn, aber. Nein. Es ähnelt sich sehr. So hohe Werte, so. Aber die Geschichte wird schon auch anders sein. Muss man nicht mit Zeitsprüngen oder so machen. Zeitreisen. So, ja, ich will noch nicht so viel erzählen. Mit kaputt. Mit Sachen, die kaputt gehen. Blöcke. Blöcke umgehen. Genauso wie in Last Epoch. Gehen auch ganz viele Blöcke kaputt. Nein, Gegner kaputt. Aber in Minecraft gehen auch Blöcke kaputt. Ja, okay, Akt 1 und so gehen auch ein paar ja, Blöcke kaputt oder was es sein soll. So, also wir haben jetzt wenige Crit-Chance-Ding. Machen wir die zwei noch, das reicht noch. Also das Leuchtfeuer möchte ich noch zeigen. Ist natürlich jetzt nicht gerade so mega spannend, um zu zeigen, ich gehe nach rechts. Aber ja, dann haben wir einfach jetzt noch ein kleines Zielchen. Und ja. Also die Sache ist, ich bin jetzt wirklich ein bisschen unschlüssig, was ich genau, also Seenfeuerbastion ist der Dungeon, was ich so alles machen soll oder richtig die Zeit an einem Tag und so einordnen. Zuerst einmal muss ich ja viel für den Server machen, geht ja Roleplay Server, muss viel für Last Epoch machen. Und ich muss viel für Sport und also für Gesundheit vor allem machen. Halt noch andere Let's Plays möchte ich jetzt wieder mehr machen. Und da möchte ich einfach das so machen, dass ich nicht irgendwie weniger Last Epoch machen muss. Ich habe irgendwie fast unendlichen Spaß an Last Epoch. Da möchte ich immer so gut wie möglich einen bis zwei Parts pro Tag machen und dann die Livestreams noch. Das ist eben einfach so die Sache, wie ich das machen soll, weil ihr wisst ja sicher schon, dass ich noch ja, wahrscheinlich ein Game machen werde oder versuche zu machen. Ist einfach ein bisschen zu schwer für mich alleine. Das ein bisschen ist wie Last Epoch, also vom Genre. Und dort werde ich dann die Story anders, also die zweite Story sozusagen, also die erste. Dann machen, die wirklich cool ist. Ich möchte ein Hack and Slay haben mit cooler Story. Das muss ich halt selber designen. Aber ich habe zu wenig Geld. Oh, das geht langsam lange mit diesen Splitter. Ja. Ich habe zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig Können. Und ja, wenn ich irgendwie anders Geld bekommen könnte, dann könnte ich da irgendwie einen Entwickler drauf das programmieren lassen und ich schreibe die Story. Ich muss ja nicht mehr so schreiben, wenn ich sie schon aufgeschrieben habe.
Aber das wäre cool. Und dafür brauche ich halt einfach ein bisschen finanzielle Hilfe, egal wie. Ich tue euch nicht irgendwie dazu nötigen, also ihr müsst überhaupt nichts machen. Aber wenn ihr könnt, das wäre cool. Oder einfach irgendwie anders, also irgendwelche Leute zusammentrommeln, die irgendwie können haben und so. Und dann können wir Geld verdienen und das Geld dann dorthin investieren. Ja. Last Tempo ist ja immer wieder in der Kritik, weil der Entwickler einfach nicht immer das Richtige macht. Ich hab's trotzdem gerne, aber ich sehe auch jetzt wieder, oder? Seit dem 9. September ist kein Update mehr gekommen. Es wird wahrscheinlich bis 21. Februar auch kein Update mehr kommen. Die Leute werden gelangweilt und jo, ich hoffe einfach, ihr wollt noch ein bisschen mehr zuschauen. Jetzt bin ich halt auch dann irgendwann mal am sagen, ja, ich warte jetzt auch auf den 21. Februar. Ich möchte nicht irgendwie noch mehr irgendwie mich reinfuchsen und grinden müssen und alles mögliche ständig. Ich möchte natürlich so gut wie möglich das Spiel abschließen, aber ohne Update mache ich es nicht weiter. Also, da will ich einfach irgendwie, jo, ich muss einfach Ziele haben, oder? Aber sieht gut aus, dass ich bis dann schon Lust habe. Eben, ich bin im Eisen, also viele Spiele trotzdem, auch wenn sie nicht so viel Spaß machen. Oder irgendwie Probleme machen. Hab ja auch immer wieder alles ausgehalten, wie Abstürze oder ja, andere Sachen. Schlechte Builds. Ja, wenn man halt einfach nicht so erfahren sein kann, wenn man nicht immer im Game vertieft ist oder Unterbrüche hat oder einfach Lust hat, irgendwelche komische Beats zu machen, dann, ja, seht ihr, klappt nicht immer so und dann finden wir plötzlich mal ein Bild. Boah, Sturm tot mir. Plus 3. Was ist das eigentlich für ein Zahn? Tokheftins Heißhunger. Ja, da habe ich schon mal gefunden, aber. Ah. Was ist Stapelfistsera? Steht das? Hm. Keine Ahnung. Noch etwas habe ich gefunden, da ist die Krone. Ja, habe ich ja schon gefunden. Genau. Es gibt ein paar Builds mit dem Feuernova. Also Elementarnova einfach überall hin klatschen ist. Sicher sehr cool. Ja. Sicher aber irgendwie nicht so interessant spielen, habe ich so das Gefühl. Ich mag meine Totems, die machen Spaß. Oder Wölfe machen Spaß, finde ich. Ich habe eben ein Wolfbeet genommen, weil ein anderer Wolfbeet sehr anfängerfreundlich ist für Leon, mein Moderator. Und selber Streamer. Jo. Dann natürlich Warpuff, finde ich cool. Kriegspfad auf Deutsch. Aber das werdet ihr alles sehen. Ich habe ja jetzt wieder mehr Zeit mit den Livestreams. Genau. Wieso kommen diese kleinen Tausendfüße immer so schön zu mir? Ja, im Real Life würden sie wahrscheinlich uns so überrennen. Also zuerst hier hoch und dann hier rüber. Schlüssel brauche ich ja nicht. Ja gut. Also 34:30, das ist eine gute Zeit. Yes. Nächstes Mal machen wir mit die zwei Unique-Ringe-Echos oder Unique-Echos. Und im nächsten Part machen wir dann Bonfire Bastion. Ja, Seelenfeuer Bastion. Oder heißt es Soulfire Bastion? Glaube ich, Soulfire Bastion.
Bei Bonefire ist ein Unique, glaube ich, oder so. Ist das gar nicht. Müssen mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil ich nicht alles so immer zeitnah finde. Knochenfeuer. Gut, also ich werde es wahrscheinlich nicht finden. Ne. Gibt's wahrscheinlich einfach nicht. Immer diese Bohne. Gut, also der Knochen kann im Englischen bleiben. Also die Bohne kann im Englischen bleiben. Wir haben den Knochen. Wir haben Seenfeuerbastion. Gut. Tschüss, schönen Tag. Und lauf. Viel Spaß. Tschüss.